Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mein Imperium! Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Ich habe keinen Skin, das liegt daran, dass ich im Offline-Modus spiele, da irgendwie mein Internet gerade abgekackt ist und ja, ich weiß nicht warum. WLAN habe ich noch, aber LAN ist weg. Frag einer, wer will, also ich verstehe nicht warum. Aber es ist so, das ist ein bisschen schade, aber okay. Ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt ein 3x3-Bild, 2x3-Bild herstellen, wenn das überhaupt gibt, ich weiß es gar nicht. Muss man eigentlich mal reingucken, ob es sowas überhaupt gibt. Irgendwie gibt es nur ein ganz großes, oder? Sonst müssen wir das halt wirklich kleiner machen. Oder wir lassen das einfach so, das können wir eigentlich auch. Entschuldigung. Ja gut, dann lassen wir es erstmal so. Ich wollte auch einmal sorry sagen für gestern, dass da keine Folge in mein Imperium kam. Es liegt einfach daran, dass ich im Moment was am Zocken bin und deswegen auch nicht so wirklich Aufnehmzeit habe, weil Zocken und so und ja. Gut, davon wird aber eventuell auch bald ein Video kommen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber vielleicht mal gucken. Wenn ihr davon ein Video haben wollt, von das, was ich im Moment zocke und ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir das einrichten können. Denke ich mal schon. Hier würde ich sogar eventuell so einen Dreier-Eingang lassen. Hätte ich jetzt gerne Steinstufen, aber in einer anderen Farbe auf jeden Fall. Ach, Steinstufen vor allen Dingen hier, Holzstufen für das Sofa. Und warte, können wir das so machen? Ich glaube, das ist besser. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die Musik ist ein bisschen sehr laut. Ich mache die mal leiser. Sorry, wenn die jetzt am Anfang wirklich so mega laut war, aber okay, gut. Kann man nichts machen, muss man mit arbeiten und damit leben, so, ne? Aber okay. Ja, haben wir, was haben wir hier unter? Ganz, ne? Okay, nicht ganz, sondern auch Half Slabs. Glaube ich, das sind jetzt da. Okay, das waren sogar Half Slabs, die hier unter sind, okay. Gut. Ich würde gerne noch so einen kleinen Tisch hier eigentlich hinmachen. Kann man eigentlich so einen machen, oder? Nee, dann machen wir das lieber so. So. Ah, nicht da noch drauf, das wird dann zu hoch. So. Ich glaube, wir machen den ganz an die Wand. Ja, mit einem Steak vor allen Dingen. So. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Hier könnten wir dann so ein Zweierbild, hätte ich gerne. Genau. Machen wir aber so einen Teil dahin. Kann man machen. Hat man hier so seinen Tisch. Hier kann man so Fernsehen gucken. Oh, ja, ja, ja. Bla, 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 blip, blip. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man, glaube ich, so lassen. Dann können wir eigentlich hier, haben wir unter was? Oh, da ist Platz frei, das ist sehr schön. Packen wir da mal einen Glowstone hin. Und zack. Wenn wir jetzt F7 drücken, sehen wir, da ist zum Beispiel diese Felder, das heißt, da können Monster spawnen. Im Gelben können nur tagsüber Monster spawnen, rot immer. Aber wir sehen hier, sieht das gar nicht schlecht aus. Hier scheint überall genug ausgeleuchtet zu sein, dass hier nirgendwo was spawnen kann. Das ist sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall mega nice. Hier oben kann halt überall noch was spawnen. Aber das müssen wir dann auch irgendwie ändern. So und so. Ja, die Ecke da ist halt nicht so schlimm, weil da soll es eh ersetzt werden. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal schleunigst nach unten und gucken, ob wir wieder Ton haben. Oh, wir haben richtig viel. Das heißt, ich werde einmal den Magnet anmachen. Ist er an? Nee, ich hatte ihn doch vom letzten Mal an.
Wie ich euch ja schon gesagt habe, ich werde hier den Magnet anmachen. Ich weiß, das ist Cheaten. Aber das ist für mich einfach einfacher, weil ich dann nicht die ganzen Reihen noch 10-mal ablaufen muss, wenn ich die am Abernten bin. Und deswegen benutze ich das einfach. Ganz einfach. Ich werde wahrscheinlich eh nicht so viel aufsammeln können, weil mein Inventar voll ist. Deswegen gehen wir mal gerade kurz zurück und legen mal ein bisschen Stuff ab. Was haben wir denn so? Recht viel Holz haben wir, ne? Holz. Oh, das sind Gemälde, das ist kein Holz. Das. Feuerzeug, da haben wir einen Plattenspieler, können wir auch mal hier reinpacken. Glas haben wir auch noch mal, da können wir auch gerade ein bisschen was wegpacken. Oh, hier haben wir auch noch Ton, sehe ich gerade, das ist sehr schön. Können wir den eigentlich direkt brennen, weil wir noch ohne Ende brauchen. Da könnten wir eigentlich auch mal manuell was farmen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen will. So, dann können wir hier einmal wieder ein paar Steine rausnehmen. Und auch wieder zurück, weil sonst die spawnen die Sachen und jetzt hüpf, 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 hüpf. Das sieht so toll aus, wenn das auf mich zuhüpft. Also ich mag das sehr, sehr, sehr. Richtig nice. Hier unser Lieblingszeug. Haben wir die eigentlich verzaubert? Ja, stimmt, Effizienz eigentlich. Stimmt, wir haben die auf 1 oder so verzaubert, ne? Oder, ne, 9, Level 9 war das, ne? Ja, ihr wisst das eh, aber ich wieder nicht. Oh, naja, gut. Ja, in letzter Zeit habe ich ja gesagt, dass ich was anderes zocke. Dazu werde ich dann eventuell auch noch ein Video machen, zu das, was ich im Moment zocke. Aber ich weiß noch nicht wann. Also da nagelt mich nicht fest. Und ja, gut. Ich hoffe ja, dass ich... Also, dass ihr heute dieses Video seht, dass ich heute wieder Internet habe, weil wenn nicht, ist das ein bisschen kacke und ihr seht das Video natürlich dann nicht. Das heißt, ihr habt dann 2 Tage Pause. Also, dass gestern keins kam, das lag einfach an meiner eigenen Schuld, weil ich zu dämlich war. Aber wenn heute keins kommt, das liegt einfach wirklich daran, dass ich... ja, keins vorproduziert hatte. Aber wenn morgen keins kommt, dann liegt das halt wirklich daran, dass ich kein Internet habe, was ziemlich kacke ist und ich weiß auch nicht warum, weil WLAN zum Beispiel habe ich, aber das ganz normale, LAN ist ja mein Internet und da habe ich keine Verbindung, kriege ich keine Verbindung zu und es ist gerade mitten in der Nacht, das heißt, es ist auch ein bisschen kacke, weil ich nicht, weil ich nicht den Router neu starten kann, weil sonst, der macht ja immer so komische Piepgeräusche und alles. Und das wäre natürlich nicht so schön, weil dann, ja, meine Eltern aufwachen, weil der Router auch unten steht. Sonst wäre das kein Problem, sonst hätte ich das eh schon längst gemacht. Aber okay, gut. So, Ton. Geldton, wir kommen schon, oder wie war das? Oh, Obsidian haben wir noch was verarbeiten müssen. Ja, müssen nicht, aber können wir. So, weg, weg. Den nehmen wir mal alles mit. Genau, weil wir den brennen wollen. Einmal kurz zu den Ärzten, den ganzen Shit loswerden hier wieder. Oha, da können wir eigentlich auch mal bald wieder anfangen. Das zu Blöcken zu stapeln. Wir haben über einen Stack, Alter, und über einen Stack, Alter. Krasser Shit. So, die hier wieder hinsetzen. Zack, 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 zack. Und wieder abbauen, also ihr kennt das Spiel, das ist ja ziemlich simpel und immer das gleiche, also easy going. Weil wir halt das Ganze brauchen für die schönen Treppenstufen, die wir noch machen wollen. So, was haben wir hier denn? Wir sind 10 Stück schon fertig, da können wir das noch reinpacken. Hier überall noch wieder was rein. Da kann auch noch was rein, jetzt haben wir noch 2 Stück über. Machen wir so und so. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder Blöcke machen. Noch mehr Blöcke. Daraus können wir wieder Stufen machen, wenn ich nicht ganz inkompetent bin.
Und ja, Frühstück kommen wir halt wirklich nicht weit. Das ist halt ein bisschen schade. Ich guck mal, ob wir Ton kaufen können. Das wäre natürlich optimal. Wenn nicht, ist natürlich schade. Aber okay, gut. Wir werden schlafen und ich werde kurz mir die Nase putzen. Bis gleich. So, ich weiß nicht, was wieder los ist. Irgendwie ist meine Nase wieder im Nasen-Action-Modus. Ich weiß nicht, warum sie das macht, aber sie macht es schon wieder. Und das ärgert mich ziemlich. Und ja. Naja, gut, kann man nichts gegen machen. Muss man mit leben, weil das so ist. Ja. Oh, wir wollen jetzt erstmal zu unseren lieben Leuten und sagen: Hey, 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 wir wollen von euch Ton. Tipp, Kollege. Da. Das, was du in der Hand hast, das will ich haben. Gib mir. Das hier. Kauf. What? Es war nur ein Ton, den ihr habt. Habt ihr... Zielschein haben die auch nicht. Alter, warum habt ihr denn so wenig? Ach da, es ist immer so grau, das sind wir da. Okay. Sehr, sehr komisch. Wirklich sehr, sehr komisch. Bisschen blöd, aber okay. Kann man nichts machen, ist so. Müssen wir also doch eventuell Ton holen? Ich weiß das gar nicht. Also würde ich ungern suchen. Weil das so eine langweilige Aktion dann ist, wieder. Auch wenn wir hier direkt welches haben, aber... ja, es ist halt total nervig. Auch wenn man recht viel rauskriegt, aber trotzdem. Muss in meinen Augen nicht unbedingt sein. Wir werden jetzt noch ein bisschen farmen und dann werde ich den Rest für die nächste Folge farmen, auf jeden Fall. Das heißt, den Rest, ich werde da ein bisschen was farmen, nicht so viel, denke ich mal, weil... ich selber gar auch keine Lust so unbedingt habe, den Ton hier zu farmen. So. Da ist noch ein Vorteil, weil sonst müsste ich jetzt da hinten wieder... ja, genau. Müsste ich dann jetzt wieder da mich durchbuddeln und so weiter und so fort, dass ich an die Ressourcen rankomme. Und dafür ist der Magnet zum Beispiel richtig vorteilhaft. Damit muss ich das nicht machen. Ist kein Zwang sozusagen. Okay, gut. Habe ich hier gerade einen Slime gehört? Okay, ich habe Hallus oder so. Wow! Hier ist eine Höhle. Okay, das wusste ich nicht. Ist aber gut zu wissen. Hier haben wir das erstmal Sand, glaube ich, gefarmt, ne? Ja. Kann sogar sehr gut sein, dass wir jetzt erstmal Sand gefarmt haben. Oh, das ist Erde, okay. Ja, weil das nächste ist halt entweder wir gehen die kleinen Wasserstücke durch. Die kleinen Dinger da vorne, wo auch das ganze Zucker und sowas ist. Oder wir gehen halt im Meer. Aber im Meer macht das richtig gar keinen Bock zu farmen. Weil man da andauernd Luft holen muss und sonst ertrinkt und sowas. So. Oh. Ja gut, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich ein bisschen mich auf das Leben konzentriert, das ich da unten kriege. Damit ich da sehe, ob da unten noch mehr ist. Wobei das in dem Checkjapack recht gut geht. Für alle Leute auch nochmal, das Checkjapack, was ich benutze, ist in der Informationsbox. Da könnt ihr gerne reingucken und das downloaden. Ja. Weil mich letztens einer gefragt hatte, beziehungsweise einer hat einen Kommentar geschrieben,
Was ist das für ein Texture Pack und so weiter? Wo kriegt man das her und so weiter? Das steht alles in der Videobeschreibung. Also, wenn ihr irgendwas braucht oder so, das meiste steht in der Videobeschreibung. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne dazu Fragen stellen, wenn irgendwas noch unklar ist. Aber das meiste steht wirklich in der Videobeschreibung. Dafür machen die meisten YouTuber so eine sogenannte Videobeschreibung, damit ihr das einfacher habt, wenn es um irgendwelche Sachen geht, zum Downloaden oder sowas. Und ja, dafür ist das da. Und nicht um das zu ignorieren, wie das viele Leute machen. Ich persönlich muss selber sagen, ich gucke auch sehr selten in die Videobeschreibungen. Aber wenn ich irgendeine Frage habe, zum Beispiel, was ist das für ein Lied und sowas, was läuft oder welche Musik läuft im Hintergrund und sowas, gucke ich meistens schon in die Videobeschreibung, weil ich weiß, dass es da zu 90% drin steht. Weil da ja die YouTuber sehr viel Arbeit mit reinstecken, sich da meistens Texte zu ausdenken, was sie da unten reinschreiben. Und ja. Die Videobeschreibung lohnt sich schon, des Öfteren mal reinzugucken. Da gibt es immer mal interessante Sachen zu entdecken. Also kann man nicht meckern, sich nicht drüber beschweren. Videobeschreibung ist sinnvoll und wird viel zu wenig benutzt, meiner Meinung nach, beziehungsweise viel zu wenig wird da reingeschaut. Ich meine, ich könnte da einen Code rein, eine PaySafe-Karten-Code reinmachen von 100 Euro. Das hätte ich im halben Jahr, hätte ich die immer noch. Ganz ehrlich. Also, Videobeschreibung guckt so gut wie keiner durch, deswegen, da kann man reinschreiben, was man will, weil da so gut wie keiner reinguckt. Ich meine es nicht, ich will das jetzt nicht wieder auf alle machen, es gibt den einen oder anderen bestimmt, der immer in die Videobeschreibung reinguckt oder das öfter reinguckt. Aber der Großteil tut es nicht, das ist Fakt, das weiß jeder, das weiß wirklich jeder YouTuber, das weiß jeder Zuschauer, dass Videobeschreibung, was ist das, so nach dem Motto. Und deswegen könnte man da sowas zum Beispiel reinmachen, so ein Passive-Karten-Code zum Beispiel. Könnte man einfach in die Videobeschreibung reinpacken. Selbst den kompletten Code, ohne dass da dran steht hier, ohne dass man eine Zahl zum Beispiel gegen Fragezeichen oder zwei Zeilen oder so gegen Fragezeichen austauscht, könnte man das einfach machen und man hätte den bestimmt mindestens eine Woche lang hätte man den Code immer noch und hätte das Geld immer noch da drauf. Ganz ehrlich. Könnte man halt wirklich machen. Das wäre recht amüsant, wäre glaube ich sehr lustig sogar. Und wenn dann die Leute das mitkriegen, gucken die immer in der Beschreibung und sind enttäuscht, dass da kein PaySafe-Kartencode drin ist. Ja, nein, Spaß. Aber dann gucken die Leute vielleicht mal öfter in der Beschreibung, wenn man sowas mal wirklich macht. Weil, ja, vielleicht lohnt das denn ja mal. Ich meine, es lohnt ja immer in die Videobeschreibung zu gucken, weil zwischendurch, wenn man irgendwelche Fragen oder sowas hat, Musik und sowas, steht alles da drin. Also es lohnt sich wirklich zwischendurch mal reinzugucken. Aber das wird halt nicht gemacht und dann kommen die ganzen Fragen, die man 5000 Mal beantworten muss und so weiter und so fort. Deswegen kann man sowas bestimmt machen, also. Vielleicht mache ich das ja auch mal, dass ich einfach mal in meine Videobeschreibung einen Passive-Karten-Code reinmache. Unter ein paar Videos und dann gucken, ob der da ist. Wenn der weg ist, werde ich ihn natürlich rausnehmen, weil sonst wird die Passive-Karte andauernd eingelöst und... Das kann bei manchen Spielen dann dazu führen, dass man gebannt wird oder man einen falschen Code eingibt oder sowas. Also wenn ich sowas machen würde, also jetzt nur rein hypothetisch und so weiter und so fort, also werde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich es jetzt gesagt habe, das wird wahrscheinlich in einiger Zeit dauern, bis ich sowas machen würde. Aber wenn ich sowas machen würde, würde ich das natürlich so machen und auch die Sachen dann dementsprechend, wenn der Code raus ist, rausnehmen. So, dass die Leute da keine Probleme mit kriegen, sondern um eigentlich in dem Sinne Geldgeschenk gekriegt haben, weil sie aufmerksam waren, so nach dem Motto. Ja, wäre, glaube ich, mal eine coole Idee. Könnte man echt mal den ganzen YouTubern mal sagen, so eine Challenge könnte man daraus machen, die PaySafe-Karten-Challenge. Einfach bei seinen YouTube-Videos, habe ich kein Tor drin? Nee. Einfach bei seinen YouTube-Videos eine Passive Card in die Videobeschreibung machen bei ein paar und dann gucken, wie lange es da dauert, bis die wirklich eingelöst ist. Also man könnte bestimmt eine richtig geile Challenge machen und das wird bestimmt richtig lange dauern, bis die vorbei wäre oder bis die Passive Card bzw. weg ist. Würde ich glaube ich echt feiern. Ja, Hashtag Passive Card in Videobeschreibung. Ja, noch ein längerer Hashtag geht nicht, aber ja. Wäre cool, wenn das wirklich Leute machen würden. So auf meinen Aufruf jetzt hin. Wäre schon geil, würde ich auf jeden Fall mega hart feiern. Ganz ohne Frage. Ganz ohne Frage. Nicht mal mit, sondern ganz ohne. Ja? Okay. So, wo waren das? Kohle fehlte hier, ne? Genau.
Da haben wir noch mehr als genug drin. Zack. Wir können mal bei, wo ich Hühner gerade höre, mal hier reingucken. Weil irgendwie geht die Glocke trotzdem. Ja. Wahrscheinlich bleibt das so gespeichert, wenn man online kommt, geht das trotzdem. Wahrscheinlich ist das vom Server nur so, wenn der Chunk nicht geladen wird oder sowas, dass das irgendwie rumbackt oder so. Aber ihr seht, es läuft fleißig, munter und wunderschön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Sehr schön, sehr nice, sehr sexy. Sehr pornoriös, erotisch, anmachende, irgendwas. Was auch immer der Typ wieder mitten in der Nacht labert, aber er tut es. Und das ist die Hauptsache, dass er irgendeinen Stoß vor sich gibt. Weil sonst wäre es auch langweilig, oder? Oder gibt's zu? Wenn ich nur tolle Sachen sagen würde, wäre das langweilig. Nein, muss schon ein bisschen Kacke bei sein, ne? Richtig. Aber mit dieser Farm-Episode, ich bin ja gesagt, hat sie das richtig rentiert. Also wir haben recht viel Stuff bekommen, was mich sehr freut. So. Ah, okay, haben wir nichts mehr von. Okay. Das heißt, wir könnten sogar bald schon unser Dach fertig kriegen, weil wir haben noch recht viel dabei. Und das muss natürlich alles noch geschmolzen werden. Und bis das alles weg ist, dauert das natürlich nur sehr, sehr lange. Beziehungsweise es dauert ein bisschen. Und ich würde sagen, das mache ich natürlich offscreen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Dach fertig bauen. In dieser Folge war ein bisschen Laberei und ein bisschen, ganz kleines bisschen bauen und sowas. Aber okay, gut. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye, euer Cleaner Tom.